Willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des VfL Osnabrück beim 1. FC Nürnberg am Sonntag. Hier oben begrüße ich unseren Cheftrainer Daniel Thun und Lukas Guganik. Lukas, erste Frage an dich. Als ehemaliger Fürther am Sonntag für dich ein besonderes Spiel in Nürnberg beim Club? Ja, natürlich. Also es ist schön, wieder nach Franken zurückzukommen. War jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr da, aber so von der Brisanz des Spiels her ist es jetzt nicht ganz so wie mit Fürth, aber es ist natürlich ein besonderes Spiel, glaube ich, für uns alle. Es ist ein Bundesliga-Absteiger, die vielleicht jetzt ein bisschen nicht so einen guten Saisonstart hatten, aber ich denke, es wird ein schwieriges Spiel für uns und wir werden uns aber gut darauf vorbereiten und dann versuchen, dort zu gewinnen. Deine persönlichen Erfahrungen in Nürnberg zu spielen sind ja ganz, ganz positiv. Bisher, glaube ich, noch nicht verloren. Ja, das stimmt. Hab damals mit Fürth habe ich zweimal dort gewonnen. Letztes Jahr gab es ja kein Spiel, weil es in der Bundesliga waren. Und in meinem ersten Jahr in Deutschland habe ich mit Frankfurt dort unentschieden gespielt, also bisher noch ungeschlagen in Nürnberg. Und ich hoffe natürlich, dass es so bleibt. Daniel, wie bewertest du den Gegner und das Spiel am Sonntag? Wie werdet ihr es angehen? Ja, den Gegner bewerten. Jetzt geht's los. Einer von den Fantastic Four, würde ich sagen. Waren ja oder sind ja sehr ambitioniert und ja, für uns geht die Reise jetzt so ein bisschen weiter. Wir haben uns ja letztes Jahr ordentlich dafür geschlagen, beziehungsweise haben ordentlich reingehauen, damit wir gegen diese Mannschaften spielen dürfen. Und Nürnberg ist jetzt so die erste große Mannschaft in einem großen Fußballstadion. Ich glaube, 50.000 passen da rein. Das kennen wir ja nur vom Betzenberg aus der vergangenen Saison. Und da war es ja für uns auch eine schöne Herausforderung, in Braunschweig spielen zu dürfen, in München spielen zu dürfen und in Lautern. Und das war alles sehr erfolgreich. Und da wollen wir jetzt in Liga 2 anknüpfen. Also wir fahren nicht hin, um uns zu verstecken. Aber wir wissen natürlich auch, das ist ja eher so die Ambitionen von Nürnberg sind, dass sie diese Klasse relativ schnell verlassen wollen wieder. Also mehr so, wir wollen nicht hierbleiben, wir setzen uns nicht, wir wollen direkt wieder raus. Und für uns ist es ja eher so dieser Moment, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und da wird natürlich auch auf den Gegner auf uns warten, der vielleicht noch nicht so in die Saison gestartet ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich glaube, mit dem Sieg in Dresden konnten sie noch ganz gut leben, aber dann konnte ich mich auch selber davon überzeugen, dass das HSV vielleicht dann doch noch eine Klasse stärker war, als sie in Nürnberg sehr hoch gewonnen haben. Jetzt dann diese Niederlage in Sundhausen, die vielleicht auch nicht eingeplant war. Also so ein bisschen unter der Erwartungshaltung. Und ja, jetzt kommen wir als Aufsteiger. Deswegen erwarte ich auch eine andere Nürnberger Mannschaft, dass sie schon deutlich offensiver spielt und nicht so abwartend wie vielleicht auch in dem vergangenen Spiel gegen Sandhausen. Und tolle Spieler auf dem Fußballplatz. Das ist ja das, was ich immer betone. Die meisten meiner Jungs kennen einige nur von der PlayStation. Und wir freuen uns jetzt, dass wir uns real mit ihnen messen dürfen. Wer deiner Jungs kann sich denn nicht mit diesen Spielern messen? Wer steht nicht zur Verfügung? Ja, Konstantin Engel, Maurice Trapp und Simon Haubrock unverändert. Başkim Aydini, Brian Henning, Sebastian Klaas und Niklas Schmidt jetzt schon wieder einen Schritt weiter, sind alle im Lauftraining drin und auch schon in Ballarbeit individuell oder dann in einer Kleingruppe. Also es ist sicherlich davon auszugehen, dass der eine oder andere auch in der nächsten Woche wiederkommt und auf dem Platz steht, aber alles andere ist jetzt noch zu früh. Also sie werden definitiv nicht im Kader stehen am Wochenende in Nürnberg und ja, wir hoffen so ein bisschen, dass wir uns dann noch in die Länderspielpause retten können. Wir haben ja da zwei Testspiele und dann werden die Jungs dann auch wieder Platzzeit bekommen und dann ist der Kader auch wieder etwas breiter aufgestellt und wir haben ein paar mehr Alternativen. Und damit geht es in die Fragerunde, jetzt da mal hier gibt. Ja, zum Kader vielleicht nochmal, Daniel. Alexander Riemann trainiert ja wieder mit, aber da gilt nach wie vor eure Aussage, er spielt jetzt in deinen personalen Planungen so keine Rolle mehr. Na genau, also zum einen ist es ja gut, dass Alex wieder vollumfänglich trainieren kann. Das heißt, er hat natürlich jetzt die Möglichkeit, so eine Wettkampfpraxis auch wieder herzustellen. Vielleicht auch die Möglichkeit, sich bei dem einen oder anderen Verein noch vorzustellen vor der Wechselperiode. Das haben wir ihm ermöglicht oder die Möglichkeit besteht für ihn. Und das wird sich nicht ändern, unabhängig davon, ob es dann noch zu einem Wechsel kommen wird oder nicht. Er hat sportlich jetzt nicht mehr die Relevanz in dem Kader, wie er sie sich wünscht. Wir haben eine Entscheidung getroffen und werden diese auch nicht verändern. Zum Kader für Nürnberg, da wird sich dann ja nichts ändern gegenüber dem Darmstadt-Spiel aufgrund der Verletzten. Und von der Startelf her hast du ja im Prinzip auch keinen Grund, da gegenüber Montag jetzt große Änderungen vorzunehmen, oder?
Das habe ich im letzten Jahr auch häufig gehört. 38 Spieltage, 38 verschiedene Formationen habe ich letzte Saison gewählt. Also wir haben auch mal eine Phase gehabt, 7 Spiele am Stück gewonnen. Entsprechend auch da jedes Mal verändert. Ja, es wäre jetzt Quatsch zu sagen, wir tauschen 3-4 Spieler aus. Also wer am Montagabend im Stadion war oder es auch gesehen hat, der hat festgestellt, dass da 11 Spieler auf dem Platz waren, die nicht ganz so viel verkehrt gemacht haben. Aber Nürnberg ist nicht Darmstadt und da behalten wir uns natürlich auch die eine oder andere Veränderung vor. Aber das, was uns Montagabend von den ersten 11 angeboten wurde, lässt jetzt nicht so viel Spielraum dafür, dass man sagen können, dass wir aus Leistungsgründen den einen oder anderen austauschen müssen. Lukas, Sie haben jetzt den VfL kennengelernt in den ersten Wochen in der zweiten Liga. Wenn Sie das vergleichen, die Mannschaft, in der Sie jetzt spielen, mit der Spielvereinigung Greuther Fürth aus den letzten Jahren, wie sehen Sie das so leistungsmäßig, wenn Sie Vergleiche anstellen? Ja, ich denke, es gibt da kaum Unterschiede. Ich denke, so von der spielerischen Qualität her finde ich Sie fast noch einen Tick besser von den Einzelspielern. Und ja, auch teammäßig ist es schon ein ganz anderer Zusammenhalt, den man hier sieht. Und ich glaube, das sieht man auch am Platz, ja, dass wir da schon 90 Minuten Vollgas geben können, auch dass wir körperlich gut dabei sind. Und ja, ich denke, man sieht es am Platz, dass wir schon eine gute Einheit sind. Und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht wie am Montag. Ja. Das muss auch unser Ziel sein, dass wir Woche für Woche solche Leistungen bringen können. Und ich denke, dass das mit unserer Mannschaft auch auf jeden Fall möglich ist. Frage ich doch gleich nochmal nach. Da gab es ja für einige dann doch überraschend gleich ein Zusammenspiel mit dem Neuzugang, Jos van Aken. Wie ist denn das so kommunikationstechnisch? Wie verständigt man sich da auf dem Platz? So in der Kürze der Zeit kann man sich ja noch nicht so richtig absprechen. Wie lief das? Ja, Jost spricht ja ein bisschen Deutsch, also er versteht es relativ gut, habe ich das Gefühl. Und ja, ich habe es halt teilweise manchmal Deutsch, manchmal Englisch. Ich meine, diese kurzen Sachen rechts, links und schieb vor und sowas, das kann man ja auch immer auf Englisch sagen. Und es hat gut funktioniert. Natürlich war es jetzt, sage ich mal, von der defensiven Aufgabe her nicht sehr schwierig, das Spiel, sage ich jetzt mal, weil Darmstadt relativ wenig Angriffe hatte und es ging vornehmlich, glaube ich, darum, eine gute Restverteidigung zu haben und schnell im Gegenpressing zu sein. Das haben wir gut gemacht, auch von hinten, finde ich, und es hat dann ganz gut geklappt. Bei Jost merkt man natürlich, dass er schon ein bisschen Erfahrung hat, ne? Und deshalb war das ja auch überhaupt kein Problem, dass er direkt reingekommen ist. Ganz vorne, Marc Haider. Jetzt 2 Spiele nacheinander in der Startformation, gab ja auch keinen Grund, da irgendwie was zu wechseln, hat natürlich auch ein Riesenspiel gemacht. Hat er die Nase richtig weit vorne im Vergleich zu den beiden anderen, die dahinter drücken? Oder gibt es durchaus Situationen, wo der Trainer sich vorstellen kann, dass da die Qualitäten eines anderen Spielers gefragter sind als die von Marc Haider? Ja, die Gedanken habe ich sicherlich. Aber Marc hat am Montag gezeigt, dass er vielleicht auch eine Personalie uns anbietet, die wir vielleicht so die Wochen vermisst haben. Ich habe ja immer gesagt, dass wir schon jemanden brauchen, der vorne auch mal einen Ball festmachen kann, der diese physische Robustheit einfach hat, auch wenn wir vielleicht mal hochgepresst werden, auch den einen oder anderen dann einzusammeln, den Ball runterzunehmen, ihn zu verteilen. Und das hat er am Montag herausragend gemacht. Also vielleicht auch besser, als wir es erwartet hatten. Wir wissen ja immer, dass er dann auch eine Kette beschäftigen kann vom Anlaufverhalten her. Das war am Montag der Fall. Er hat 1-2, dann nachher 1-3 sehr häufig verteidigt und hat immer wieder Stress ausgeübt, war somit natürlich dann immer Initiator von unserem hohen Pressing. Und wir hatten viele Ballgewinne, konnten hinten dann die Überzahl halten. Perspektivisch gesehen kann das, sind vielleicht auch mal Momente, wo wir vielleicht das Spielgerät nicht ganz so häufig haben, dann braucht man vielleicht auch mal eher einen Raumspieler, der mit Tempo kommt. Wir haben Kevin Friesenbichler noch mal im Kader, der auch viele weite Wege gehen kann, der auch mit dem Ball am Fuß gute Wege gehen kann, das hat er in Sandhausen angedeutet. Mit Benny Giert haben wir jemanden, der in der Box auch weiß, wo der Rahmen steht. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was Marc so ein bisschen fehlt, diese Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Aber es ist ja das, ich messe ja nicht nur ausschließlich daran, dass sie den Ball ins Tor schießen, sondern wenn Marc so performt, wie er es Montagabend getan hat, dann hat er ein Signal gesetzt und auch sicherlich den Anspruch, am nächsten Wochenende wieder auf dem Platz zu stehen. Ja, dann frage ich nochmal nach einem Spieler nach, Kevin Wolze, dessen Einstand hier nicht so ganz glücklich verlief, der dann aber auch in meinen Augen ein Riesenspiel gemacht hat. Also war das zu erwarten eben aufgrund seiner Routine, Erfahrung? Hat der Trainer das so normal angesehen, die Leistung, die er abgerufen hat? Oder ist das jetzt wirklich so ein Schritt gewesen, der ihm gut tat und der euch dann auch quasi zeigt, dass die Entscheidung, ihn zu verpflichten, komplett richtig war?
Ja, daran habe ich gar nicht gezweifelt, dass die Entscheidung, ihn zu verpflichten, richtig war. Also wir wissen ja alle, was Kevin in den letzten Jahren an Leistung angeboten hat. Unterscheidung ist halt nur, für die Vergangenheit kann man sich relativ wenig kaufen. Und Kritik habe ich mitbekommen, wurde ja auch laut geäußert an seinen ersten beiden Spielen, die er abgeliefert hat. Aber er ist ja auch jemand, er spielt auch schon ein bisschen länger Fußball. Er weiß, dass er bei dem einen oder anderen Aktion und auch Gegentor seine Aktien da drin hatte. Aber das bewerte ich ja nicht so kritisch und seine Leistung am Montag hebe ich ja auch nicht so weit hervor. Kevin ist ein richtig guter Baustein in unserem Spiel, ein sehr, sehr variabler Offensivverteidiger. Am Montagabend hat er gezeigt, dass er auch sehr viele Zweikämpfe defensiv für sich gewinnen kann. Das war in den ersten zwei Spielen vielleicht dann nicht so der Fall. Aber seine Qualität haben wir ja deutlich gesehen. Also es ist ein Tor, was man in der Form vielleicht nicht so häufig schießt. Gut, dann Marc Haider und Ulrich Taffertshofer ihre Aktien auch noch drin. Aber die Spielanschlussaktion, dann Räume zu öffnen von Ulrich, dann diesen Klatschball, also das war alles gut. Und ist wichtig für Kevin, wenn die Kritik da war in den ersten Wochen, dass er gezeigt hat, dass er eine ganz, ganz hohe Qualität hat und eine definitiv Verstärkung für uns ist. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Sätze sagen zu den Reservisten? Also da ist es für dich als Trainer wahrscheinlich im Moment ja auch, oder bist du mehr denn je gefragt, mit denen Gespräche zu führen? Ich meine, so ein Benjamin Giert ist es ja auch nicht unbedingt gewohnt, auf der Bank zu sitzen, letzten Montag komplett. Ist das ein Problem oder kann das zum Problem werden oder das ist normaler Traineralltag, die auch bei Laune zu halten? Ja, vielleicht geht es gar nicht um bei Laune halten, sondern ich gehe es ja die ganze Zeit in meiner Arbeit ja auch so an, dass ich versuche, den Jungs oder mit den Spielern auf Augenhöhe zu sein in den Momenten, wo es angemessen ist. Es macht keinen Sinn, einem am Spieltag zu erklären, dass er nicht spielt, warum er nicht spielt. Es ist immer weg von der Sachebene, es ist immer sehr emotional. Das habe ich zu Anfang gemacht, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja auch immer betont, dass das Informationsrecht ist da, aber die Informationspflicht nicht auf meiner Seite. Also ich gehe nicht auf jedem einzelnen Spieler zu. Wenn ich das mache, muss ich 17 Leuten erzählen, dass sie nicht spielen und dann verliere ich das, was ja wichtig ist für den Moment. Und das sind die 11 Spieler, die spielen. Aber klar, unter der Woche, es gab diese Momente, gerade wo du es ansprichst, ein Gespräch mit Benjamin Giert gehabt, ein Gespräch gehabt mit Nico Granatowski, ein Gespräch gehabt mit Marcos Alvarez, ein Gespräch gehabt mit Adam Susac und einfach, um ihre Situation gerade so ein bisschen zu bewerten, aber immer in der Sache, dass alle auch klar signalisiert haben, sie haben gesehen, was am Montagabend auf dem Platz war und ich habe ihnen gesagt, das wäre am Montag nicht anders gewesen, wenn diese Jungs auf dem Platz gestanden hätten und so kennt man mich ja auch. Es wird wieder Momente geben, wo wir anderen Spielern Spielzeit geben müssen, weil sie besser ins System passen, weil sie besser in die Ordnung reinpassen und das werde ich auch weiterhin so halten und Unzufriedenheit, wenn die nicht da ist, wenn die nicht gegeben ist, dann haben sie einen falschen Beruf. Also ich bin schon, oder ich gehe schon konform mit ihnen, wenn sie unglücklich sind, wenn sie unzufrieden sind, das ist angemessen. Aber sie haben ja unter der Woche genug Zeit, Qualität auch aufzuzeigen und anzubieten. Und das machen alle. Jetzt, wenn die Verletzten wiederkommen, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen unruhiger. Aber davor scheue ich mich ja nicht. Das sind ja schöne Herausforderungen, die ich habe. Und solange sie dann reinkommen und Leistung anbieten, und das tun sie ja in den besten Fällen immer, wenn sie da sind, dann ist es ja für mich dann relativ super. Dann habe ich ein tolles Buffet und nehme das runter, was mir am besten schmeckt. Letzte Woche eine tolle Schlussgeste, jetzt ein tolles Schlusswort. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche uns allen noch einen schönen Tag und vielleicht dann bis Sonntag in Nürnberg. Danke. Danke.